Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Und ich dachte, ich zeige euch das mal. Hier wird gerade ein Theaterstück aufgeführt. Ich habe gehört, wenn man das lange genug anschaut, gibt's was dafür, irgendwie ein Erfolg oder sowas. Jetzt gucken wir mal, ob es da was gibt. Auf jeden Fall so sehr lohnenswert, weil wir das bisher noch nicht gesehen haben. Ich finde das eigentlich ganz cool. Mal sehen, ob da noch was passiert oder ob das alles ist. Kann ich mich nicht irgendwo hinsetzen? Wäre doch viel cooler, als hier rumzustehen. Nee, scheinbar nicht. Bravo! Yay! Wie, jetzt war's das schon? Ach, hier ist also der Begutachtungsplatz. Jetzt habe ich ihn gefunden, aber es passiert nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal kurz zur Kiste, mal gucken, ob in der Zwischenzeit nochmal was passiert hier. Und hat mir der Arzbat noch eine schöne Stelle gezeigt, die können wir uns auch nochmal schnell anschauen. Da habe ich den Erfolg aber schon eingestrichen, weil es eben, ja, relativ fix ging. Hattet ihr einen schönen Tag, Monsieur? Total, ja. Nette Einnahmen heute. Ich habe übrigens die andere Mission jetzt nochmal kurz erneut gespielt und auf 100% Synchronität geschafft. Oh, warte, die spielen was. Nochmal hingehen, nochmal hingehen, nochmal hingehen. Ach, das sind wieder die Vögel. Das ist also der Beobachtungsplatz. Genau, die sind sehr leise im Vergleich zur Umgebung, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, ob ich das jetzt bis zum Ende angucken muss oder ob da überhaupt. Oder war das ein Fehler von mir? Ich lasse das jetzt erstmal kurz wirken. Ich google dabei mal kurz was. Ob ich das einigermaßen richtig sehe oder ob es da überhaupt gar nichts gibt. Aber ich glaube, da tut sich nicht sehr viel. Nee, ich glaube, da tut sich nichts mehr. Scheiß drauf, wir machen weiter. Ich will euch jetzt nicht zu sehr langweilen damit. Jetzt gehen wir mal nochmal in das Arbeitszimmer des Intendanten. Dann gucken, ob wir den Laden nochmal ein bisschen aufpimpen können. Halt, da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Wo geht's denn da hin nochmal? Oder konnte man hier ausbauen? Nee, soziale Kontakte, das passt nicht ganz. So, hier. Hier. Renovieren. Ich weiß nicht, ob ich es schon kann. Erdgeschosshalle. Obere Stockwerke renovieren. Naja, wird auch mal Zeit. Wir haben bei der Renovierung etwas auf dem Dachboden gefunden. Vielleicht geht ihr nach oben und seht es euch an. Schon wieder ein Raum. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Eine neue Mission und einen neuen Raum. Okay. 15.000. Ach du Scheiße, schon längst. Dann kann ich mir das auch nochmal. Dann sind wir fertig mit Ausbau. Tür im Keller aufbrechen. Sie würde eine Möglichkeit bieten, unbemerkt vom Nordufer herzukommen und zu gehen. Falls jemand von einer solchen Möglichkeit Gebrauch machen möchte. Oh. Das ist natürlich gut. Jetzt sind wir praktisch an den Untergrund angeschlossen. Und das Theater ist fertig. Komplett aufgebaut, ausgebaut, gepimpt. Meisterarchitekt. Jawohl. Okay, also höher geht nicht mehr. Und weil wir jetzt gerade in dieser Sequenz diesen Turm gesehen haben, den suche ich jetzt gerade. Ich bin jetzt zu faul, innen hoch zu gehen, also gehen wir außen hoch, wie es ein Assassine eben macht. Hallo, Treppenhaus benutzen. Kann jeder. Davon abgesehen müsste ich das Treppenhaus erstmal finden.
So, wo ist jetzt dieser Balkon, wo es zur Stadt rausgeht? Ich glaube, entweder auf der Seite oder, also rechts von mir oder, nee, hier. Hier dürfte das sein, oder? Ist das Arnauds Zimmer? Irgendwo? Anyone? Hallo? Hier ist es, glaube ich, irgendwo. Ja, Etage tiefer, dann haben wir's. Da lehnt er sich nämlich so schön dahin. Und dann kann man so ein bisschen in die Stadt reingucken. Also ich finde, es ist eine schöne Sache. Praktisch so eine Art Easter Egg. Ich habe die Stelle, wie gesagt, schon gefunden. Das gibt dann auch nochmal eine Trophäe bei Uplay. Aber es ist ein schöner Ausblick. Also hier sehen wir zur Notre Dame rüber und so weiter und so fort. Also ist cool. Ja, das wollte ich euch zeigen. Ich will aber, wie gesagt, nicht zu lange rumpimmeln hier. Nicht, dass es heißt, hier passiert nichts. Und würde jetzt vorschlagen, dass wir uns einer Mission von diesem Gesellschaftsclub widmen. Weil ich meine ja, ich hatte da hinten mal einen gekauft. Wenn ich ihn jetzt wieder finden würde, wäre das natürlich optimal. Tue ich aber nicht, wie es aussieht. Irgendwo. Alter. Nee, das ist es ja nicht. Die Gesellschaftsclub-Mission. Ah, hier! Das ist eine Dings da. Gesellschaftsclub-Mission. Ich weiß zwar nicht, ob das die ist von denen, die ich als letztes gekauft habe, aber. Es sind zumindest offene Missionen. Deswegen gehen wir jetzt da hin und machen das. Um, ja, sage ich mal, auch diese Nebenzweige unseres Geschäftsfelds, unseres Kartells, wir haben ein Kaffeekartell aufgemacht in Paris, um das so ein bisschen auf den richtigen Weg zu bringen und schlicht da einfach das abzuschließen und die ganzen Einnahmen natürlich nochmal zu steigern. Und irgendwann will ich ja, dass da mal 100% Fortschritt dran steht. So lange wird dieses Spiel gespielt, das habe ich bisher bei jedem Assassin's Creed gemacht, wird auch hier wieder so sein. Und deswegen machen wir uns gleich auf die Socken, dass wir da irgendwie hinkommen langsam. So, verrecke. Du Trottel. So, da ist wieder eine unterirdische Kokarde. Ich glaube, das war eine, an der ich mich schon mal abgesucht habe. Die finde ich jetzt momentan noch nicht. Da fehlt schlicht noch ein Zugang. Und warum wir hier aufknacken können, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht lag da auch mal eine Truhe drin. Oder aber es ist der Zugang zu dieser Truhe. Ne, halt, die ist unterirdisch. Außer. Das kann man sich mal überlegen. Aber jetzt machen wir erstmal diese Gesellschaftsclub-Mission. Also bevor ich jetzt wieder total aus dem Tritt komme und irgendwie alles mache, nur nicht das, was ich mir vornehme, machen wir das jetzt lieber mal. Ich laufe da nämlich immer Gefahr dazu, genau das zu tun. Nämlich nichts. Bonjour, ja, servus. Guck mal raus, das heißt Bonsoir, mein Freund. Es verdunkelt sich, oder es ist einfach nur schlechtes Wetter, ich weiß es nicht. So, wir nähern uns. Und dann machen wir das einfach mal. Ich denke, das gehört halt auch dazu. So ein Mordfall wäre auch mal wieder eine schöne Idee. Könnte ich mir ja fürs nächste Mal vielleicht machen. Ne, halt, nächstes Mal habe ich gesagt, mache ich einen Helixriss. Oder habe ich mir jetzt mal vorgenommen, weil das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Gibt auch recht viel Geld. So, jetzt gehen wir erstmal da rein. Aber wir müssen eh noch eine Etage höher, dann gehen wir da rein. Sehr schön, so. Welche wir machen, ist mir jetzt ehrlich gesagt wurscht. Nehmen einfach irgendeine hier. Das Horten von Geiseln. Die Bauern befreien, die von den Nahrungshortern als Geisel gehalten werden. Nahrungshorter haben eine Gruppe Bauern beim Cours de Miracle als Geiseln genommen, um sie zu zwingen, ihre Ernte abzugeben. Findet die Horter und befreit die Bauern. Der Rat. Also, Bauern befreien. Olé! Auf geht's. Alter, wie weit ist das bitte? Gute Miracle, das ist doch hier irgendwo. Ne, halt, bin ich blöd. Da oben ist das genau. Kann ich da die Schnellreise nutzen? Glaub schon, weil das wäre dann echt näher. Ja. Da ist keine Lust, hier durch ganz Paris zu stiefeln. Das machen wir noch oft genug und habe ich auch schon oft genug gemacht, davon abgesehen. Ja, dann werden wir doch mal gucken. Also, die sieht auch nicht so aus, als würde die lange gehen. Das heißt, wir haben dann immer noch Zeit für ein paar Kisten, Wappen oder sonst was, was noch übrig ist. In der nächsten Folge, da werde ich mich dann voll und ganz um Helixrisse kümmern. Werde mich diesem dann widmen. Und
Oh. Wo ist die Kiste, die ich da gerade funkeln gehört habe, glitzern gesehen habe? Die ist oben, ne? Wäre ich mal nicht runtergesprungen. Da ist sie nämlich. Ich sehe sie von unten. Toll, dass mir sowas immer auffällt, wenn ich schon auf dem Weg nach unten bin. Wenn die nämlich zwei Schlösser hat statt drei, dann können wir die ja knacken. Bei drei haben wir ein kleines Problem, würde ich mal meinen. Das ist zu viel des Guten. Ja, ist klar. Gut, wir gehen wieder. Danke, tschüss. Arschlochtruhe. Sag mal, kannst du nicht deinen Adlersprung machen? Was machst denn du da? Ach, da ist gar kein Heu. Na, dann machen wir es halt so. Parcours abwärts. Kommen wir ja auch immer unten an, ohne uns irgendwas zu brechen. Ich frag mich trotzdem immer wieder, wie er das macht. Naja, was soll's. So. Mitten in die Menge. Yippie! Geh weg. Husch. Ganz Bettler hier, das arme Gesindel. Da haben wir uns lang genug damit beschäftigt. Kann ich jetzt auch nicht helfen. Wir haben ein paar Bauern zu retten. Agathe Bauer. Ja. Okay. Hat er was gesagt? Ne? Also. Dann sehe ich kein Problem. Befreien, sagst du, ja? Siehst du diese Leute hier? Siehst du, dass sie leiden? Einmal. Zweimal. Scheiße, die haben mich gesehen. So viel dazu. Wo ist denn der Schütze? Da war doch gerade noch ein Schütze irgendwo. Bin ich jetzt doof? Ja, ja, pass mal auf. Hier, Kugel im Kopf, soll ungesund sein. So, halt. Hab dich. So viel Zeit muss sein. Tuvabia, ja, ja, mir geht's sehr gut. Vergiss es. Einen haben wir befreit, sehr schön. Ah, ein Glück haben wir Eier gefunden, das ist das Wichtigste überhaupt. So, zur Sicherheit mal sabotieren. Gibt, glaube ich, nochmal ein paar Credo-Punkte, wenn er jetzt endlich mal vernünftig hinsteht. Meine Fresse. Du sollst hier nicht kauern und hocken, sondern sabotieren. Arno, also so werden wir keine Freunde mehr. Du bist manchmal ganz schön umständlich, weißt du das? So, nix Guard Alert, halt's Maul. Vielen Dank! Verfluchte Bastarde! Bastardos! So, dann werden wir nochmal. Da fällt mir ein, ich könnte mal Gewehre testen, ne? Ja, schlag doch Alarm, ist doch mir egal. Das ist mir so Hupe. So, dann gehen wir halt da innen. Klappt das heute noch? Also in ein Fenster reinzuzielen ist gar nicht so einfach. Ja, ich will kämpfen, aber du nicht mehr lange. Warte mal auf. Och, sowas aber auch. Du bist tot, schade. Verfluchte Bastarde. Sowas Schlimmes aber auch. So, dann holen wir uns den letzten. Wie sieht's aus? Ja, wir liegen noch gut in der Zeit. Also da können wir auf jeden Fall noch die ein oder andere Truhe holen. Ups. Ja, ja, wachsam bleiben, du Esel. Pass mal auf. Oh. Ja. Weil er wieder nicht da irgendwie auf die Idee kommt, mal nach oben zu klettern, kann der hier munter feuern. Okay. Ich weiß ja nicht, auf wen der Esel schießt, aber irgendwie hat er nicht gut getroffen, ne? Wieder wird auch geschossen. Sind wir wieder so weit, ja? So eine Situation hat mein Multiplayer auch. Da haben die einfach auf eine Wand geschossen. Ich habe den Überblick so ein bisschen verloren. Wieso schießen die auf die Geiseln? Sind die doof? Befreien. Oh, da ist ja wer. Oh! Alter, wie er ihn nicht angreift. Und erstmal wartet, bis er seinen Schuss auspackt. Egal, wir gehen. Scheiß drauf, komm. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf die Vögel.
Wir sind eh gut abgelenkt, von daher beste Möglichkeit abzuhauen. Voilà. Au revoir. So, fortfahren, auch wenn wir kein Auto haben. Geht alles so im Vorbeigehen, finde ich übelst lustig eigentlich. So. Jetzt können wir nochmal schauen, ob wir an die Truhe irgendwie rankommen. Beziehungsweise wie wir rankommen. Weil noch ist Zeit. Noch haben wir Zeit. Wie gesagt, nächste Runde dann Helixriss. Hätte ich jetzt mal gesagt. Na also, ein Riegel, das sollte ich gerade noch so hinkriegen. Gesagt, getan. Und fast schon wieder passiert. Alter Schalter. Oh je, oh je. Der Deal gilt übrigens nicht mehr mit dem Spiel deinstallieren, wenn ich es nicht schaffe. Ne? Das war vorhin, das Angebot ist vorbei. So. Gucken wir mal, was wir sonst noch hier kriegen können. Sind ja Truhen ohne Ende. Ich weiß, das ist immer nicht so spannend zum Zusehen, aber es muss halt gemacht werden. Außerdem sammelt sich in der Zeit weiter Zeug an im Café Theatre. Und so langsam dürfte ich dann auch genug Kohle haben, um mir die restlichen Gesellschaftsclubs auch noch zu kaufen. Beziehungsweise ich gebe das Geld einfach mal aus für eine vernünftige Waffe oder so. Ein schickes Gewehr oder sowas in der Art wäre was. Ja, ja. Bienvenue. So, weiter geht's. Ah, sorry. Los, mach Platz, mach Platz, mach Platz, mach Platz. Ich bin durch, lass mich Arzt. Oh, Alter. So, ist jetzt Ruhe oder was? Den auch noch. So, jetzt ist aber Ruhe. Kleine Pisser, ey. Nix Lagarde. Lagarde kann mich am Arsch lecken. So. Wieder eine Truhe geknackt. Et voilà. Le Trésor. Wobei Trésor heißt, glaube ich, auch Erinnerungen im Französischen. Egal. Wir erinnern uns an diese schöne Kiste. Und vor allem den Inhalt. So. Servus. Wieso kennen die mich immer? Ich verstehe das nicht. Ich hatte mit den Leuten nichts zu tun, ehrlich. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das hier ist. Welcher Gebiet ist denn das? Oder welches Gebiet? Welcher Gebiet? Alles klar, ey. Der Gerät. Vielleicht nehmen wir mal den Abgang hier. Weil der ist ziemlich nah an der Truhe dran. Nicht, dass ich mich wieder 10-mal verlaufe. So, mach mal Platz. So, auf geht's. So, wo geht's da rein? Hier ums Eck. Husch, husch. Nicht, dass das die Stelle ist, an der ich schon 100.000 Mal rumgerannt bin. Aber ich dachte, das wäre eine andere gewesen. Gehen wir einfach mal hier lang. Ich glaube, das ist eine andere Stelle. Sieht, glaube ich, sogar ganz gut aus. Jetzt muss nur noch eine Truhe sein mit maximal 2 Riegeln und ich bin glücklich. Sollte sie 3 haben, werde ich es trotzdem versuchen. Um eventuell zu verhindern, dass ich hier nochmal her muss. 2 Riegel, na also, das sollte doch machbar sein. Wunderbar, direkt auf Anhieb. Aber ich habe nur noch 2 Dietriche, fällt mir gerade so auf. Sollte man was dagegen tun? In Form von Einkäufen, sprich neue Dietriche holen, wenn ihr versteht. So, vielleicht kriegt man die auch noch. Ist aber die letzte dann heute. Generell das letzte, was wir heute machen dann. Das allerletzte. Jetzt muss ich nur den Ausgang wieder finden. Ich glaube, da bin ich hergekommen. Na, irgendwie doch nicht. Scheiße. Vielleicht kommen wir ja unterirdisch auch zu der Truhe. Na sowas, bist du etwa tot? Schade, tut mir leid, ehrlich, nicht wirklich.
Okay, da geht's erstmal wieder raus. Schlimmer als eine Statue. Boah, das ist ja fast so ein harter Diss wie du Gemäßigter. So, jetzt ist die Frage, hier runter oder da? Gehen wir da runter, so wie es ursprünglich vorgesehen war. So ein bisschen Tourismus. Ach so, wir müssen gar nicht runter. Optimal. Und zwei Riegel. Kann es denn besser gehen? Ich weiß es nicht. Ich denke nicht. Jep. Hätten wir das auch? Perfecto. Parfait. Wie es auf Französisch heißt. So. Gucken. Ne, in unmittelbarer Nähe ist jetzt so nichts mehr. Außer vielleicht die Nomadruhe, oder ist das die, an der ich schon 100.000 Mal vorbeigerannt bin? Weil vorhin habe ich gelesen, weil ich habe wieder bei der App ein bisschen was gemacht. Ich habe die eine oder andere Truhe wieder freigespielt, ich weiß aber nicht, ob die dazugehört. Ich glaube aber einfach mal nicht, weil so offensichtlich, wie die da steht, kann es gar nicht sein. Ja, richtig, sage ich doch. So, dann werden wir noch Nachschub kaufen, Vorräte, und dann war es das erstmal für heute. In der nächsten Folge gibt es ja dann wieder Multiplayer, das habe ich aber schon lange vorher aufgenommen. Deswegen ist das teilweise ein bisschen wirr und überschneidet sich mit den Rüstungen und mit den Fähigkeiten. Aber das habe ich euch ja erklärt, glaube ich. Werde auf jeden Fall die Tage die letzten Multiplayer-Missionen aufnehmen und dann geht es wieder nur an den Singleplayer und dann kann ich das wieder etwas einfacher kalkulieren vielleicht. Wobei, ich finde diese Regelung, da kann sich jeder drauf einstellen, alle zwei Tage im Wechsel ist, glaube ich, ganz gut. Was Besseres ist mir ehrlich gesagt nicht eingefallen, von daher wird es auch so bleiben. Ich danke euch fürs Zusehen, Freunde. In der nächsten Folge geht es dann mal wieder zu den Helix-Rissen. Und da werde ich auch dann die ganze Folge in der Helix bleiben oder in den Rissen, weil, ja, das lohnt sich einfach nicht, dann da rauszugehen und die Ladezeit und dann nochmal was anzufangen. Dann mal lieber zwei, drei, vier Runs, wie es halt zeitlich hinhaut und dann haben wir das mal wieder ein bisschen was gemacht. Da wird es auch interessant, denke ich. Und ja, dann danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao.